Diese Woche in Vatikano. Papst Franziskus hat Gewalt gegen Frauen als Schändung Gottes bezeichnet. Erfahren Sie mehr über die Arbeit, die religiöse Netzwerke auf der ganzen Welt leisten, um Überlebenden sexualisierter Gewalt in Konfliktgebieten zu helfen. Besuchen Sie die Vatikanischen Museen zum 100-jährigen Bestehen der Restaurierungswerkstatt und werfen Sie einen Blick auf das Kruzifix des heiligen Eutychios, das aus den Trümmern des Erdbebens von 2016 in Umbrien gerettet und restauriert werden konnte. Schalten Sie sich zum ersten Teil unserer Serie über das päpstliche Nordamerika-Kolleg in Rom zu, wo Seminaristen erzählen, wie es ist, in der ewigen Stadt zu studieren. Das und mehr gleich in Vatikano. Bei ihrer Frühjahrsversammlung hat die Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft einen neuen Vorsitzenden gewählt, Bischof Mariano Crociata. Der 70-jährige Sizilianer und bisherige Vizepräsident der EU-Bischofskommission löst den Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich ab, dessen Amtszeit nach 5 Jahren ausgelaufen ist. Crociata war von 2008 bis 2013 Generalsekretär der italienischen Bischofskonferenz. Ich spüre eine große Verantwortung und das ist einschüchternd. Das erste Gefühl, dass man sich erdrückt fühlt und meint, es nicht schaffen zu können. Aber die Erfahrung, die ich als Vizepräsident machen durfte und die kollegiale Unterstützung des Generalsekretariats, das aus sehr erfahrenen Leuten besteht, macht es dann doch möglich, sich dieser Aufgabe zu stellen. Und das auch mit Zuversicht zu tun. Das ist die Erfahrung, die ich in diesen Tagen gemacht habe. Ich sehe hier durchaus also die Möglichkeit einer guten Zusammenarbeit. Am Ende der Versammlung sprach COMECE-Generalsekretär Pater Manuel Barrios Prieto über die Herausforderungen, denen sich die europäischen Bischöfe angesichts des Krieges in der Ukraine und der verschiedenen Notstände unserer Zeit stellen müssen. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass das EU-Projekt aus der schrecklichen Erfahrung des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. Dieser Krieg, den wir gerade erleben, steht dem ursprünglichen Projekt der Europäischen Gemeinschaft entgegen. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen Krieg zu beenden. Wir sind ja auch mit seinen Folgen konfrontiert. Wir haben die Flüchtlingskrise in Europa, die Energiekrise und viele andere Probleme. Im Rahmen der Generalversammlung trafen die europäischen Bischöfe auch mit Papst Franziskus zusammen. Der Heilige Vater rief zum gemeinsamen Einsatz für ein friedliches Zusammenleben auf und betonte, dass Krieg nie die Lösung für Konflikte sein kann. Die heutige Geschichte braucht Männer und Frauen, die vom Traum eines geeinten Europas beseelt sind, das im Dienst des Friedens steht. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Europa die längste Friedensperiode der Geschichte erlebt. Doch dann sind auf der Welt mehrere Kriege ausgebrochen. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich einige Kriege sogar über Jahre hingezogen, sodass wir heute von einem dritten Weltkrieg sprechen können. Am Montag, den 27. März, wurde am Sitz von Radio Vatikan die Mission Spe Satelles vorgestellt. Die Publikation mit dem Titel »Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?« soll nun als Nanobuch ins All gebracht werden. Das Buch enthält die wichtigsten Worte und Bilder des Heiligen Vaters, der am 27. März 2020 allein und unter strömendem Regen auf dem menschenleeren Petersplatz für ein Ende der Corona-Pandemie gebetet hat. Am Abend des 27. März, in dieser dramatischen Weltlage, die überall von Angst geprägt war, stand Papst Franziskus abends unter strömendem Regen allein auf dem menschenleeren Petersplatz, um für die Menschheit zu beten. Das war Statio Orbis. E lo è stata davvero.
Das Nanobuch in Form eines Mikrochips wird von einem Satelliten der Hoffnung transportiert. Die vom Polytechnikum in Turin gebaute und von der italienischen Raumfahrtbehörde betriebene Rakete mit dem Satelliten an Bord startet am 10. Juni im US-Bundesstaat Kalifornien. Dank dieser vom Vatikanischen Dikasterium für Kommunikation geförderten Initiative wird die Papstbitte für ein Ende der Corona-Pandemie vor 2 Jahren künftig in einem Satelliten um die Erde kreisen. Un bel giorno. Passata la pandemia, ci viene. Nachdem die Pandemie vorüber war, wurden wir von Don Luca Peyron und Monsignor Ruiz gebeten, einen Weg zu finden, das Wort des Heiligen Vaters ins All zu tragen. Und wir wollten dies auf eine Art und Weise tun, die Technologie und Glauben am besten miteinander verbindet. Però abbiamo voluto farlo in una maniera che potesse mettere insieme al meglio tecnologia e fede. Am Mittwoch, den 29. März, hat Papst Franziskus das Nanobuch im Anschluss an die Generalaudienz gesegnet. Herzlich willkommen zu den Vatikano-Updates für diese Woche mit den wichtigsten Nachrichten vom Heiligen Vater und dem Vatikan. Der Präfekt des Dikasteriums für die Ostkirchen, Claudio Guccerotti, hat die Katholiken weltweit zur Teilnahme an der Kollekte für die Christen im Heiligen Land aufgerufen. Er erinnerte an den seit 12 Jahren andauernden Krieg in Syrien und die jüngsten Erdbeben, bei denen viele Menschen ums Leben kamen und Tausende in der Region obdachlos wurden. Ich bitte daher von ganzem Herzen, dass die Karfreitagskollekte von allen großzügig unterstützt werden möge, schreibt der Präfekt in seinem Appell und verspricht, dass die Weltkirche auch weiterhin Menschen in Not unterstützen werde. Die Vereinten Nationen haben einen Aktionsplan zum Abschluss der Wasserkonferenz vorgelegt. Der ständige Beobachter des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen, Erzbischof Gabriele Caccia, bekräftigte in seiner Ansprache den Aufruf von Papst Franziskus, für eine vernünftige Nutzung des Wassers zu sorgen. In einem Bericht zur Sicherheitsbewertung wird davor gewarnt, dass die Welt weit davon entfernt sei, sauberes Wasser für alle zu haben. Besonders deutlich werde dies momentan in Somalia, das die schlimmste Dürre seit 40 Jahren erlebt und wo Schätzungen zufolge in den kommenden Monaten täglich 135 Menschen an den Folgen der Dürre sterben werden. Papst Franziskus hat den Rücktritt des Osnabrücker Bischofs Franz Josef Bode angenommen. Bode war stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und einer der Hauptakteure des synodalen Weges. Bode hatte zuvor eingeräumt, im Umgang mit Missbrauchsfällen Fehler gemacht zu haben. Papst Franziskus hat erneut erklärt, dass künstliche Intelligenz zwar nützlich sein könne, er warnte aber auch: Wir dürfen nicht zulassen, dass Algorithmen die Achtung der Menschenwürde einschränken oder dass sie Mitgefühl, Barmherzigkeit, Vergebung und vor allem die Hoffnung ausschließen, dass Menschen sich ändern können. So der Papst wörtlich. Das Startup-Unternehmen OpenAI, das den KI-Konversationsspezialisten ChatGPT entwickelt hat, hat die Welt im Sturm erobert und wirft im gesellschaftlichen Diskurs neue Fragen auf zum Umgang mit den neuen Technologien. Die Karwoche ist der Höhepunkt des Kirchenjahres. Papst Franziskus wird am kommenden Gründonnerstag die Krisa-Messe auf dem Petersplatz feiern. Die Karfreitagsliturgie findet im Petersdom statt, bevor der Papst am Abend den Kreuzweg am Kolosseum leitet. Die Osternacht wird am Karsamstagabend im Petersdom zelebriert. Am Ostermorgen feiert Franziskus auf dem Petersplatz die Ostermesse, bevor er den traditionellen jährlichen Segen Urbi et Orbi erteilt. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus dem Vatikan für diese Woche. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm und noch eine gesegnete Karwoche. Ich grüße Sie ganz herzlich aus Rom für EWTN, Ihr Rudolf Gehrig.
Jede Gewalt an der Frau ist eine Schändung Gottes, der von einer Frau geboren wurde. Aus dem Leib einer Frau ist das Heil für die Menschheit gekommen. Wie wir alle wissen, ist sexuelle Gewalt in der Menschheitsgeschichte häufig im Zusammenhang mit Kriegen anzutreffen. Und obwohl wir vielleicht gehofft haben, dass die Zahl der Fälle von sexualisierter Gewalt in Konfliktsituationen im 21. Jahrhundert zurückgehen würde, ist das leider nicht der Fall. Für jede Frau, die sexuelle Gewalt in Konflikten anzeigt, bleiben schätzungsweise 10 bis 20 weitere Fälle undokumentiert. Im Jahr 2023 hat der anhaltende Rückgriff auf militärische Mittel statt auf Diplomatie und Politik dazu geführt, dass sehr viele Menschen vertrieben wurden, was die Zivilbevölkerung einem erhöhten Maß sexueller Gewalt ausgesetzt hat. Das kann man in vielen Ländern beobachten. Afghanistan, der Zentralafrikanischen Republik, Kolumbien, der Demokratischen Republik Kongo, im Irak, in Libyen, Mali, Somalia, Südsudan, im Sudan, der Arabischen Republik Syrien und im Jemen. Um das Bewusstsein für sexuelle Gewalt als Kriegswaffe zu schärfen, haben die britische Botschaft beim Heiligen Stuhl und die Weltunion katholischer Frauenverbände in Rom eine Podiumsdiskussion angestoßen. Das Hauptreferat hielt Nyota Mapendo, eine junge Albino-Frau aus der Demokratischen Republik Kongo. Sie ist eine Überlebende geschlechtsspezifischer Gewalt und hat Papst Franziskus im Februar dieses Jahres bei seiner Reise in die Demokratische Republik Kongo getroffen. Bei der Konferenz wurde herausgestellt, dass eine stärkere weltweite Reaktion auf diese schrecklichen Verbrechen notwendig ist. Bei der Unterstützung der Überlebenden können vor allem religiöse Netzwerke eine wichtige Rolle spielen. Für mich besteht hier eine wichtige Verbindung, nämlich die, dass die religiösen Organisationen diejenigen sind, die vor Ort mit den Opfern zu tun haben. Sie sind es, die diese Menschen, die nicht nur ihre Würde, sondern auch ihren Platz in ihren Gemeinschaften verloren zu haben scheinen, unterstützen und ihnen eine Zukunft in Aussicht stellen. Mit der heutigen Konferenz wollten wir also die Regierungen, die versuchen, das Problem auf strategischer Ebene zu lösen, mit den Menschen an einen Tisch bringen, die sich an der Basis um die Opfer von Konflikten kümmern. Nur so kann man sehen, ob wir ein Gespräch darüber beginnen können, wie wir unsere Kommunikation verbessern können, damit auch unsere Hilfe effizienter sein kann. Die Medien spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das Bewusstsein für sexualisierte Gewalt in Konfliktgebieten zu schärfen. Sie haben die moralische Verpflichtung, auf das Leid der Schwachen und Unschuldigen aufmerksam zu machen. In unserer heute so gespaltenen Welt, in der Worte wie Wahrheit, Krieg und Eilmeldung in aller Munde sind, kann man sich leicht hilflos fühlen, angesichts der vielen Konflikte und Probleme, die überall auf der Welt auf uns einstürzen. Wie also kann man diese Welt mit den Augen Christi betrachten? Es gibt das Böse in der Welt. Und das Böse bringt Gewalt, Krieg und alles, was zur Spaltung führt. Was kann die Kommunikation tun, um dagegen vorzugehen? Ich denke, dass die christliche Kommunikation versuchen muss, das Böse mit dem Guten zu besiegen. Und genau das ist es, was wir heute versuchen. Uns die Erfahrungsberichte anhören, das Böse sehen und als solches erkennen. Aber es ist auch wichtig, dass man nicht vor der Tatsache kapituliert, dass das Böse unvermeidlich ist, denn das würde bedeuten, dass man sich dem Teufel ergibt. Wir haben von den Menschen, die vor Ort tätig sind, die Lektion gelernt, das Böse mit dem Guten zu besiegen und so den Krieg zu besiegen, indem wir bei uns selbst anfangen. Wie wird Friede aufgebaut? Ausgehend von unserem Herzen.
Und wie baut man das Gute auf, wenn man weiß, dass auch wir von der Erbsünde gekennzeichnet sind und deshalb in uns selbst und in der Welt darum kämpfen müssen, dass das Gute die Oberhand hat? Es ist nicht leicht, aber Kommunikation kann Gemeinschaft schaffen. Und Gemeinschaft kann Gutes erschaffen. Und genau das ist unsere Aufgabe, die Einheit der Menschheit wiederherzustellen, die Einheit des Guten wiederherzustellen und zu verstehen, dass es das Böse gibt, wir uns dem Bösen aber nicht ergeben dürfen. Kommunikation kann Gemeinschaft schaffen und Gemeinschaft kann zu gemeinsamen Aktionen und zu Bewusstseinsbildung führen. Eine Bewusstseinsbildung, die dringend notwendig ist, um sexuelle Gewalt zu verhindern und die strukturellen Ursachen zu bekämpfen, die dieses Verbrechen begünstigen. Bis dieses Übel ausgerottet ist, schließen wir uns Papst Franziskus an und beten für ein Ende der Gewalt. Sexuelle Gewalt gegen Frauen ist leider eine allgemeine und überall verbreitete Realität und wird auch als Kriegswaffe eingesetzt. Lasst uns nicht müde werden, Nein zu sagen zu Krieg und Gewalt und Ja zum Frieden. Die Erde schien nicht aufhören zu wollen, zu beben. Mit diesen Worten wurde das Erdbeben kommentiert, das 2016 mit der Stärke 6,5 die italienische Region Umbrien erschüttert hat, Tod, Angst und Zerstörung brachte. Aus den Trümmern eines eingestürzten Glockenturms der alten Benediktinerkirche des heiligen Eutychios konnte ein wertvolles Kruzifix geborgen werden. Von dem imposanten Kruzifix, das den Raum über dem Altar der Kapelle beherrschte, sind 30 Fragmente erhalten geblieben. Ein Team der Vatikanischen Museen hat das 1472 von Nicola von Siena gemalte Kunstwerk restauriert. Im Frühjahr 2023 kann das Kruzifix des heiligen Eutychios im Rahmen einer Ausstellung endlich wieder einem breiten Publikum gezeigt werden. Die Ausstellung markiert auch das 100-jährige Jubiläum der Restaurierungswerkstatt der Vatikanischen Museen. Wir sind in den Vatikanischen Museen in einem ganz besonderen Ausstellungsraum. Hier bei mir ist Barbara Jatta, die Direktorin der Vatikanischen Museen. Im Hintergrund sehen wir ein Kruzifix, eines von Millionen von Kunstwerken hier in den Vatikanischen Museen. Warum haben Sie sich entschieden, gerade diesem Kruzifix eine Ausstellung zu widmen? Was macht es so besonders? Das Kruzifix des heiligen Eutychios ist aus vielen Gründen etwas ganz Besonderes. Bei dem Erdbeben 2016 in Umbrien, in einem kleinen Tal zwischen Spoleto und Perugia, wurde es vollkommen zerstört. Der Erzbischof von Spoleto Norcia, Monsignor Renato Boccardo, hat uns die 30 Fragmente geschenkt, die noch erhalten sind. Die Restaurierung war eine unglaubliche Herausforderung, eine Art Mission Impossible, würde ich sagen. Und ausgeführt wurde sie mit dem Herzen und den Händen, den professionellen Händen unserer Restauratoren. Nicht nur Gemälde, sondern vor allem Holzrestauratoren. Und wir haben es nach langer Arbeit tatsächlich wiederherstellen können. Es ist uns eine große Freude, es nun mit dieser Ausstellung unseren Besuchern, aber auch der lokalen Gemeinschaft der Region Umbrien wiedergeben zu können. Es ist ein wunderbares Kunstwerk. Und soweit ich weiß, ist es nicht das einzige Kunstwerk, das die Vatikanischen Museen restaurieren. Of course not. This is an exceptional project. Natürlich nicht, aber das hier ist ein ganz außergewöhnliches Projekt. Im Allgemeinen restaurieren wir nur Objekte und Kunstgegenstände, die aus unseren eigenen Sammlungen stammen. Wir haben ja selbst so viele, dass wir nicht für andere Diözesen, Museen und Sammlungen zuständig sein können. Aber das hier war ein ganz besonderer Anlass. Und es war der ausdrückliche Wunsch von Papst Franziskus. Das Vatikanische Gouvernatorat wollte damit ein Zeichen für die Menschen und für diese Region setzen, die vom Erdbeben des Jahres 2016 verwüstet wurde.
Und so haben wir dieses Kruzifix, das vollkommen zerstört worden war, als Symbol für den Wiederaufbau gewählt, als Symbol der Hoffnung und Zeichen dafür, was Herzen und Hände bewirken können. Soweit ich weiß, feiert die Restaurierungswerkstatt hier in den Vatikanischen Museen ihr 100-jähriges Bestehen. Und diese Ausstellung markiert auch das Jubiläum der Abteilung. Yes, we started in 1923. Ja, 1923 hat Biagio Biagetti, der erste Direktor der Vatikanischen Museen, beschlossen, eine spezielle Werkstatt einzurichten. So haben wir damit begonnen, viele Kunstwerke zu restaurieren, die aus künstlerischer, manchmal aber auch religiöser Sicht wichtig sind. Man darf hier nicht vergessen, dass wir für den Vatikan arbeiten. Because you have to remember, we work for the Vatican. So you really have a. Sie tragen die große Verantwortung für die kommenden Generationen, diese Kunstschätze hier zu bewahren. We work for the future, because also to document the faith. Wir arbeiten für die Zukunft. Denn auch um den Glauben zu dokumentieren, müssen wir die Kunstwerke bewahren, mit denen die Päpste für Gott und den Glauben Zeugnis ablegen wollten. Wir müssen nur daran denken, wie gering der Grad der Alphabetisierung früher war. Deshalb waren Bilder ja auch so wichtig, um eine Botschaft zu vermitteln. In diesem Fall eine religiöse Botschaft. In this case, a religious message. Seminaristen sind zum Dienen berufen. Wir sind dazu berufen, dem Volk Gottes in besonderer Weise zu dienen. Wir sind dazu bestimmt, diese Begegnung mit Christus zu haben und dann ausgesandt zu werden. Gesandt, um zu dienen, um für andere Christus zu sein. Für mich war der einzige Priester in der Gemeinde mein Pfarrer. Von ihm habe ich gelernt, was Priestertum bedeutet. Und dann kommt man ins Priesterseminar und verbringt einen Großteil seiner Ausbildung in der Gemeinschaft und lernt viele andere Seminaristen kennen. Unser Fokus ist immer auf Gott gerichtet. Wir sind immer auf Gott konzentriert. Wenn wir studieren, wenn wir uns im Gang treffen, wenn wir unsere Mahlzeiten einnehmen, wenn wir in die Stadt gehen, egal was wir tun, das ist eine schöne Art zu leben. Es ist eine Schulung des Herzens. Eine Schulung des Herzens, um Jesus, dem Hohepriester, gleichförmig zu sein. Das ist es, was das Priestertum ist. Das Opfer und die Liebe Jesu für dich und für mich. Der Priester tritt in eine Beziehung zu Jesus Christus ein. Man muss nur die Heilige Schrift lesen. Er nahm Brot und Wein und er brachte sie seinem himmlischen Vater im Namen der Zukunft des Gottesvolkes dar. Und nachdem er das getan hatte, sagte er, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib und das ist mein Blut. Und er hat seinen Aposteln den Auftrag gegeben, das Gleiche zu tun. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ein weiteres wichtiges Ereignis in dieser Nacht war, dass er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Ihr müsst das tun. Ihr müsst dem Volk Gottes dienen, hat er gesagt. Und das ist ein wichtiger Teil dessen, was wir hier tun.
Ein Apostolat würde auf die Arbeit eines Apostels zurückgehen, als Jesus sie aussandte und sagte, tauft alle Völker. Gerade in der heutigen Welt müssen wir heute mehr denn je Jesus und die Botschaft des Evangeliums zu den Menschen bringen, die nach dieser Botschaft hungern und dürsten. Für junge Männer und Frauen ist es heute schwierig, die Botschaft Gottes zu hören. In unserer Gesellschaft gibt es überall Ablenkungen, Lärm, Unterhaltung. Es ist da schwer, zur Ruhe zu kommen, zu beten und in der Stille zu sein. Und Gott spricht nun mal im Flüsterton. Trotz der Herausforderungen, mit denen unsere Gesellschaft zu Hause und in der ganzen Welt konfrontiert ist, haben diese Männer hier genug Raum, um sich von Gott rufen zu lassen, um seine Stimme zu hören, ihr Herz berühren zu lassen und Ja zu diesem Ruf zu sagen. Die jungen Männer hier haben wirklich mit dem Volk Gottes zu tun. Wir bereiten sie darauf vor, zu dienen, indem wir versuchen, ihre Führungsqualitäten und ihr Mitgefühl zu fördern. Natürlich ist das alles mit ihrem Gebet verbunden, mit ihrer Beziehung zu Jesus, einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Wir helfen ihnen, Männer Gottes zu sein, die dem Volk Gottes dienen wollen. Das Volk Gottes verdient heilige, betende, großzügige und fröhliche Priester, die ihm dienen. Die Menschen wollen jemanden, der, wie Johannes Paul II. Schrieb, eine Brücke zu Jesus ist und kein Hindernis. Die Menschen wollen Priester, von denen sie sagen können, das ist unser Priester, unser Vater.